Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Gut, die Steinbrüche sind jetzt wieder komplett weg. Wir benötigen Holz. Okay, so dann kriegen wir auch nur noch schwer unter. So, wir gehen jetzt hier mal einfach diesen Wäldern hier hinten mal ein bisschen. Rücken wir den zu Leibe. Und hier hinten geht ja eigentlich auch noch was. Wölfe greifen an, my lord. Ach ja, die Wölfe. Wer hasst sie nicht? Womit kann ich dienen? So. Nennt euren Wunsch. Dann haben wir auch wieder ein paar Pappenheimer. Gut. So, dann wollen wir hinten auch nochmal ordentlich. Das Volk ist entzückt über eure bevorstehende Vermählung, Sire. Tja, so muss das auch sein. Vermählung weiß ich zwar nichts von, aber es ist ja öfter mal bei so einem Burgherrn der Fall, ne? Das ist ja relativ oft an der Tagesordnung. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Gut. Wir haben so fett Gold. Irgendwie ist diese Mission zu einfach im Vergleich zu der letzten, aber ich nehme es mal so hin. So, gleich sollten wir auch die 70 erreicht haben. Ich rekrutiere hier gerade so viele Holzfäller. Wir benötigen Holz. Dass ich mich fast schon schäme. Ja, bitte. Oh, natürlich. Meine Güte. So, da kommt wieder Holz. Oder? Jo. Wir benötigen Holz. Zack. Wie sieht es mit den Aufgaben aus? Gesegnete 35%. Okay, ne, Mission beenden wollte ich nicht. Ich wollte das nur mal nachgucken. Das heißt aber, wir brauchen noch deutlich mehr Kapellenpräsenz. Das heißt, wir brauchen deutlich mehr Stein. Oh, das war jetzt ein bisschen viel vielleicht. Okay, wie sieht es mit den Steuern eigentlich aus? Gehe ich das hin? Ja, geht eigentlich. Geht eigentlich sehr gut. Ich könnte hier natürlich auch diese ganzen Strafen raus und wir sind mal nett dieses Mal und machen es über die Weise. So, jetzt haben wir ordentlich Stein. Aber das Gold fehlt uns. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Genügend Beschäftigte haben wir jetzt auch. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Jo, wo du gerade bei Segnen bist, stelle ich hier nochmal eine Kapelle auf und jetzt. Ihr könnt auf uns zählen. Wenn er uns schon so kommt, der Herr Schlangenwurz, Schlangerich. Dann dürfen wir relativ sicher sein, was gleich auf uns zukommen wird. Nämlich eine gewaltige Streitmacht aus Feinden. Ihr könnt auf uns zählen. Sehr wohl, mein Herr. Wölfe greifen an, my lord. Wir rücken auf. Wohin gehen wir? So. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Allzeit bereit. So, die Waffenindustrie sieht auch gut aus. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Womit kann ich dienen? Die Truppen der Schlange greifen an. So zahlreich sind sie aber immer noch nicht, ne? Nennt euren. Also ich finde, das ist immer noch übersichtlich. Mein Bogen ist euer. Aber. Sind auf dem Weg. Naja. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu arrogant. Ja, bitte. Ein Kinderspiel. So, Angriff. Direkt Angriff. Lösen Sie da Treffen, wo es Ihnen am meisten wehtut. Ein Bär greift die Siedlung an. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp. What? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Mach mal halbe Ration. Wir lassen die Steuern weg. So, da ist ja eigentlich alles Plateau. Ja.
so beeindrucken kann mich die Schlange jetzt bisher nicht damit. Ich weiß hier echt nicht, was uns noch fehlt. Wir haben schon so viele Kapellen am Start. Da müssen doch richtig viele schon gesegnet sein. Okay. Das sieht gut aus. So, wie viele Gesegnete haben wir? 29. Prozentual. Keine Vermählung diesen Monat. Religion. Priester gesamt. Nächste Stufe bei 50%. Wir benötigen Gold. 5 Priester, ja. Okay, dann sollten wir mal richtig viel daraus setzen. So, jetzt mal das ganze Gold weg. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, komm. Das will ich hier gar nicht hören von dir. Wir brauchen mehr Segnungen. Können wir überhaupt noch was verkaufen? Hier, Stein ein bisschen. Und die nächste Kapelle. Ich wüsste nicht, wie man außer sowas... Ist hier vielleicht irgendwas, was kirchlich ist? Gebetsstelle. Boah, eine Gebetsstelle geht eigentlich, ne? Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Okay, da müssen wir da jetzt einfach wieder ein bisschen Zonder geben. Und, die Bäckereien haben nichts, ne? Weil die ganzen Getreide- und Hopfenfarmen runtergerissen wurden. Wölfe greifen an, my Lord. Naja. Ich weiß ja nicht. Kriegen wir es prozentual hoch? 52. Mir scheint es ein wenig... Bär greift die Siedlung an. Maul jetzt! Ah, Degenhardt. Eisenmann, Elisabeth Grünblatt. Gut, wir haben jetzt einen relativ hohen Beschäftigungsstandard erreicht. Welche Berufsgruppe lässt sich denn gerne vermählen? Hier die Getreidebauern bestimmt oder die Hopfenbauern. Ihr könnt auf uns zählen. Lanzenträger bin ich ja nicht so sicher, ob diese Kriegsbrüder so gerne vor den Traualtar treten. Hier aber. Käsefarmer, ganz bestimmt, ganz gerne. So, damit die ja auch endlich mal wieder was zum Arbeiten haben. Ich höre die Kirchenglocken auch keine regelmäßig schlagen. Der Schatzkammer, my Lord. Das Volk huldigt euch, Sire. Plus 2. Können wir wenigstens mal niedrige Steuer nehmen. So, ihr müsst segnen, liebe Priester. Ja, Konstantin Stoppelkopf ist betrunken. Da kannst du nichts mehr segnen. So, das Bier wird eigentlich relativ konstant weggesoffen von unserer Bevölkerung. Hopfen haben wir aber auch nicht. Deswegen würde in diese Richtung eigentlich nichts groß Sinn machen. Was mal groß Sinn machen würde, ist, glaube ich, mal wieder den Steinbruch aufzubauen. Ja, die Schlange wird zwar bald wieder vorbeikommen, aber das kennt man ja. So. Religion. Gesegnete Leute 49%, 47%. Wir werden eine weitere benötigen. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Komm, mach hier mal ein bisschen mehr. Ich verscheppere ein bisschen was. So. Und so. Ah, verdammt, reicht immer noch nicht. Jetzt 289, das sollte für eine weitere Kapelle genügen. So, auch hier eine Kapelle hin. Gibt es keine Arbeit, Sire. Doch, sollte es jetzt eigentlich. 42%, wieso geht es runter? Also irgendwie müsste es ja mal ein wenig hochgehen. Das ist ja doch recht ungewöhnlich.
Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Also mehr Präsenz als hier mit Gotteshäusern können wir eigentlich gar nicht haben. Ich denke mal, was vielleicht noch wirklich... Das Volk vertraut euch, my lord. Untätiger, ja. Ist mir jetzt egal. Das Volk vertraut euch. Hier. Wenn ich überall im Dorf irgendwie so kleine, aber feine Gebetstellen platziere, es müsste doch so... Vielleicht nicht nach Spielmechanik, aber nach logischem Menschenverstand. Jetzt eigentlich richtig was bringen, oder? Was ich auch nochmal machen muss, einfach Hopfenfarm. Wölfe greifen an, my lord. Hopfenfarm haben wir viel zu wenig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Oh doch, ich kann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. So langsam geht es ja auch bergauf hier. Ein Bär greift die Siedlung an. Bla bla bla. So, Priester. Mögt ihr und die Lady für immer glücklich sein. Was macht er? 47%. Es bleibt relativ konstant. 46. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich hier noch... Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Beliebtheit rausprügle. Ingeborg, 2 Stich. Burgfräulein, trifft Leute. Das ist wahrscheinlich unsere Dame. Esch diese Teppiche auch mal. Guck mal, da sind noch 2 Leute in der Kapelle. Hier auch. Das Volk liebt euch, my lord. 47, 48. Na komm, jetzt gib mir doch die nächste Stufe. Wir sind doch hier jetzt wirklich überpräsent. Wir freuen uns mit euch und eurer neuen Gemahlin, my lord. Ja, danke. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So, machen wir mal volle Ration. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Und sacken mal richtig dick ein. So, Steinbruch funktioniert jetzt auch. 47%. Brauche ich 10 Priester oder was? Also so langsam bin ich echt überfragt, was ich hier jetzt noch priestertechnisch machen muss. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. So, also ich bin noch ein wenig am Rätseln, was uns an Religion noch fehlt. Wir benötigen Steine. Aber es fehlt immer anscheinend noch was. Was weiß niemand so genau, aber es fehlt noch was. So. Vielleicht muss man die einfach ein bisschen klüger verteilen. Das kann natürlich sein. Die Acapellas. Das scheint hier gar nicht möglich zu sein. Du musst weichen. So. Du musst auch weichen. Die Truppen der Schlange greifen an. So, jetzt noch mal 2 Kapellen. Jetzt haben wir bald 10 Kapellen am Start. Die Truppen der Schlange können wir einfach so leicht wegklatschen. Schnippt sich einmal mit dem Finger. Na, oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Allzeit bereit. Jüngels steht denen ein wenig bei. Bogenschützen sollten wir eigentlich relativ schnell ausgemerzt bekommen. Nennt euren Vergnügen, Herr. Nur diese Prügelknaben hier. Das sind immer eine etwas unangenehmere Spezies. Aber denen werden wir jetzt entschieden entgegentreten. Ihr könnt auf uns zählen, ein Kinderspiel. Wohin gehen wir? Na los! Macht sie platt! So, gewinnen wir das oder verlieren wir das? Mit Vergnügen, Herr. Oh, die halten aber auch richtig fett was aus, ey. Allzeit bereit. Aber natürlich. Na los, legt sie um. Womit kann ich denen spielen? So, die haben wir gleich. Der Feind ist bezwungen.
So, darf ich jetzt mitunter annehmen, dass das gesegneten Dings ein bisschen hochgegangen ist? 66%, geil. Da sind wir doch bald auf den 75, den obligatorischen, angelangt. Nice. Beliebtheit, was ist da los? Liebt euch, my Lord. Null. Okay, relativ konstant. Kann ich mitleben. Wobei wir die Nahrung vielleicht sogar, wenn es gut läuft, ein wenig hochschrauben können. Eine Botschaft der Schlange. Was wollt ihr noch immer hier? Wollt ihr meine Pläne ruinieren? Nö, aber wir wollen siegen. Sehr nice. Okay, hat es doch geklappt. Mit ein bisschen Anlaufzeit. Aber 53% Truppen verloren. Trotzdem fand ich das eine entspannte Mission, weil man auch ein bisschen, ja, besser, wie ich fand, jetzt mal ein bisschen länger auch richtig schön wirtschaftlich sich was aufbauen konnte. Hat mir gut gefallen, diese Mission. Und ich hoffe, in der nächsten werden wir ähnlich erfolgreich sein. Nachdem die Bevölkerung dieser Grafschaft gesehen hat, wie ihr die Streitkräfte der Schlange abgewehrt habt, unterstützt ihr jetzt euch, womit euch auch die Grafschaft gehört. Ja, ich würde mal sagen, die Schlange wird immer weiter zurückgedrängt. Nice.